Das ist ein Fahrstuhl, yo! Was? Ey, Leute, ich glaub's ja nicht. Das sind die krassesten Geheimhäuser auf der ganzen Welt. Schau auf jeden Fall bis zum Ende, denn das letzte ist einfach nur unglaublich. Dieses Haus soll anscheinend direkt schon unscheinbar sein, Leute. Also er geht jetzt hier erstmal rein und was soll bitte schon passieren? Wie kann ein Haus geheim sein, ne? Es gibt Leute, die haben geheime Räume. Und der hat einfach ein komplettes... Was? Eine Batman-Garage. Okay, ich dachte, jetzt kommen wir mit so einem Batmobil raus. Aber es ist jetzt kein Batmobil. Aber es sieht ja... Alter, was? Da dachte ich so, ich habe keinen Bock auf ein Garagentor. Ich mache einfach mal mein halbes Haus zu so einem Garagentor, Leute. Was ist das bitte schon für ein richtig krasser Typ, der das hier gemacht hat? Das sieht ja unnormal krass aus, ne? Aber der müsste eigentlich mit dem Batmobil rauskommen. Sonst kann man das auf jeden Fall nicht so machen. Das ist sonst zu krass, Leute. Das ist zu krass für die Menschheit. Ohne Spaß. Das kannst du so nicht bringen. Hier haben wir anscheinend erstmal nur eine Hydrauliktür, Leute. Was? Ich dachte, das ist ein normales Fenster, aber der macht es auch dann komplett auf. Ich frage mich manchmal, wozu braucht man... Ey, das ist eine komplette Wand. Das ist ja so cool, Leute. Mit so einem... Oh mein Gott. Ey, was? Ey, imagine, du bist da einfach und bist da abends so am Chillen. Auf einmal geht die komplette Wand einfach raus, ne? Aber du kannst ja theoretisch dann auch als Dach benutzen, wenn du draußen chillst, oder nicht? Weil du kannst da hochmachen und dann unten einen Stuhl hinstellen. Also solange der Regen jetzt nicht irgendwie mit Wind bedeckt wird, hat man eigentlich ganz gute Chancen, muss ich sagen, ne? Also, wenn ihr auch was haben wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, Leute, weil ich will sowas auf jeden Fall gerne haben. Das sieht auf jeden Fall aus wie ein netter Garten, muss ich sagen. Also, was soll denn jetzt da bitteschön geheim sein? Yo! Es ist einfach eine Garagentür! Hä? Aber als ob er dann auf dem Rasen rausfährt. Der Rasen wird doch safe kaputt gehen. Oder, was? Das sieht... Oh mein Gott, das ist echt schon Goals. Auch mit den ganzen Pflanzen und so, mit dem Grünzeug. Ich sehe ja noch rechts ist einfach die andere Garage. Das sieht alles zu krass aus, Leute, ne? Ich würde da... Da würde ich am liebsten gerne wohnen. Aber ich würde nicht im Sommer in dieser Garage chillen wollen, weil es ist dunkel. Ja, und wenn es halt schwarz ist, dann ist wahrscheinlich ordentlich heiß da drin. Aber ich denke mal, wenn er so eine krasse geheime Garagentür gemacht hat, hat er wahrscheinlich auch eine Klimaanlage. Hier soll eine Zementtür sein, Leute. Yo, der hat das wie in Filmen. Mit einer Fernbedienung. Hä? Der hat sein komplettes Haus so gemacht. Die Treppe ist ein geheimer Raum. Nein, sag jetzt nicht. Yo, da auch noch. Bruder, du darfst es doch jetzt nicht alles teilen. Jetzt war das doch alles umsonst. Guck mal, jetzt auch hier die Wand. Wie die Wand aufgeht, Leute. Ey, und dann sind auch so geheime Schränke, sind das anscheinend, ne? Wo man einfach so Attrappenschränke hat, wo was drin sein könnte, aber es ist im Grunde aber einfach eine geheime Tür. Und das hat halt derjenige auch. Ey, das ist so krass, ne? Auch hier, geheimer Kopf, das ist alles sein Haus. Gut, jetzt ist natürlich alles, boah, was eine coole Bar, ne? Jetzt auf jeden Fall alles nicht mehr geheim, Leute. Ja, wenn du keinen Platz für dein Auto hast, dann macht man sich einfach mal eben den Platz, ne? Der dachte sich so, mein Garten ist zu schön, da will ich lieber Bäume haben. Hat er sich eine eigene Untergrundgarage gebaut. Und der auch, mit seinem Range Rover. Da kommen einfach so Autos raus aus dem Fußboden. Das erinnert mich voll an GTA 5, an diesen einen Bunker, ne? Auch hier. Hä? Wie geht das denn bitte schön? Das ist eine Rampe, oder nicht? Auch hier. Er kann einmal nach oben und nach unten fahren. Aber das ist clever gemacht, würde ich sagen. Das ist halt echt sehr, sehr clever gemacht, ne? Aber auch hier mit so einem Ding. Also, da kriege ich richtig so eine Vibes, als wäre ich gleich auf eine Fähre oder sowas fahren. Auch hier, guck mal, die Schranke geht rein. Und was ist das für eine krasse Garage, Leute? Yo, da kannst du alles hinstellen. Spieleautomaten, ne? Damit kannst du da irgendwie Pinball spielen, Billard und sowas. Auch hier, wie die Pforte zugegangen ist. Echt verrückt. Stell dir mal vor, du hast einfach einen Billardtisch zu Hause, aber keinen Platz dafür, ne? Ja? Der dachte ich so, ich will aber Platz dafür haben. Und jetzt guckt euch mal an, was da passiert. Das, ich glaub meinen Augen nicht, ne? Jetzt kommt einfach ein Billardtisch aus dem Fußboden. Was sehe ich hier bitteschön? Und ist auch noch so ein weißer Billardtisch. Einfach weil er reich ist, macht er den weiß, Leute. Wahrscheinlich hat er nicht grün, sondern auch noch blau. Und guck mal, der hat das einfach so. Ich meine... Was jetzt noch krasser wäre, wenn er das einfach unter dem Boden so switchen könnte und dann kann auch noch so ein Esstisch rauskommen. Das wäre auf jeden Fall noch Next Level gewesen. Was soll das denn sein? Er hat einfach so gefühlt eine Mauer, die weggeht. Yo, der hat sich so eine
so eine Minecraft-Base gebaut und hat einfach so eine Mauer, die jetzt gerade einmal weggeht und dann ist es quasi einfach sein Garagentor. Oha. Man kann ja auf jeden Fall auch gerade im Hintergrund sehen, wie krass dieses Haus auch aussieht, ne, so von moderner Technik und sowas. Und jetzt hier schön, oh ja, und es geht wieder zu und es ist richtig clean. Man weiß gefühlt gar nicht, wo der Eingang ist, Leute. Oh. Das wäre eher was für mich, Leute. So eine richtig coole Tür, die im Boden ist, ne? Die du mit einer Fernbedienung aufmachst und dann hast du einfach den absoluten Kerker da unten. Hä? Was ist das für eine Wand an der Seite? Das sieht ja richtig krass aus. Ach, da, ich sehe noch so eine, hier, diese, wie nennt man das, was man so sprüht, damit so eine, ach, keine Ahnung, wie es jetzt gerade heißt. Aber, Bro, da guckt doch noch was raus. Das ist doch nicht optimal. Und das ganze Ding sieht einfach richtig, richtig heftig aus, ne? Ich meine, jetzt musst du auch noch zeigen, was da unten zu sehen ist. Es wäre jetzt echt unfair, wenn du das ganze Ding aufmachst und jetzt uns nicht verrätst, was du da unten drin hast. Aber irgendwie scheint es auch ein bisschen wackelig zu sein, ne? Ich glaube, man muss am Ende einfach abwarten, bis das Ding... Nee, guck mal. Es hängt einfach dann da. Das guckt einfach raus. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr machen würdet, Leute. Weil ich stelle mir gerade vor, wenn ich irgendwann ein eigenes Haus habe, will ich auch sowas bauen. Aber ich will es ja nicht verraten. Ich meine, das ist ja dann Sinn der Sache. Digga, der hat einfach einen eigenen Bus? Hä? Warum hat der bitte schön einen eigenen Bus, Leute? Also das sieht krass aus. Das ist richtig krass gemacht, ne? Mit dem Dach noch und sowas. Hä? Ey, das ist zu heftig, Mann. Das feiere ich übertrieben, weil es ist auch noch ästhetisch auch noch schön, ne? Dass du dann außen nicht mehr weißt, dass da eine Garage ist. Aber passt überhaupt ein Auto rein? Hä? Das ist doch so schmal. Aber wahrscheinlich passt da ein Auto rein. Das täuscht wahrscheinlich einfach nur. Aber wenn wir natürlich irgendwann noch alle Kinder haben, können die natürlich auch einen geheimen Raum haben. Guck mal, jetzt macht die das Buch raus und dann zack, hat die einfach einen eigenen geheimen Raum. Guck mal, die erzählt ja gerade anscheinend ein bisschen, was sie da so gemacht hat. Das heißt, alles mit diesen Büchern ist anscheinend Tarnung. Und jetzt kann sie einfach reingehen und hat dann ihre geheime, weiß ich nicht, Chill-Area. Kannst du da Klavier spielen. Am besten ist das Ganze doch sogar mit Geräusch reduziert und sowas gemacht. Das ist ein Traum von jedem Kind. Könnt ihr mir nichts anderes erzählen? Aber sowas... Als Kind, gut, jetzt natürlich, die macht das, um einfach da in Ruhe zu lesen. Ich hätte da dann absolut Videospiele gespielt, aber ey, das ist, muss so ein geiles Gefühl sein, in so einem geheimen Raum zu sein als ein Kind. Ich glaube, besser geht das einfach gar nicht mehr, Leute. Also jetzt übertreiben wir. Im Schnee hat er einfach jetzt hier seine Mülltonne versteckt. Ey, ich feiere es aber. Es ist halt übertrieben clean. Auch mit dem Besen und so. Ich meine, danach kannst du einfach den Müll reinpacken. Musst du nicht irgendwie, kriegst die Mülltonne nicht auf, weil sie eingefroren ist. Immer diese ganzen nervigen Sachen. Und mit Fernbedienung kann ich einfach runter und hochfahren. Problem ist natürlich, wenn die Müllabfuhr kommt. Alter, der kannst du alles reinpacken. Wenn die Müllabfuhr kommt, Leute. Und es stoppt sogar mit den Bällen. Wenn die Müllabfuhr kommt, jetzt habe ich es auf jeden Fall. Ja, auf einmal sind gar keine Mülltonnen da. Kann gar kein Müll geleert werden. Also, da kannst du auch einen Grill reinpacken, irgendein Fahrrad. Ist schon sehr, sehr wild gemacht, Leute. Also, auch hier richtig sicher für die Kinder. Besser geht's auf jeden Fall nicht. Das ist extrem unscheinbar. Also, ich kann jetzt auf jeden Fall gerade nichts erkennen. Und es ist einfach eine Tür. Und jo, was hat der denn da? Hat er irgend so eine Eiskammer? Will der sich einfrieren lassen, Leute? Hä, der hat sich einen eigenen Kühlschrank... Das ist ein Fahrstuhl, yo! Was? Ey, Leute, ich glaub's ja nicht. Der hat sich einen eigenen Fahrstuhl gebaut. Einen geheimen Fahrstuhl. Hä? Das ist ja unnormal heftig. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich dachte, er hat sich da so eine eigene Eiskammer gebaut, aber es ist einfach ein eigener Fahrstuhl. Ey, Respekt. Einfach nur krass. Wenn man keinen Platz hat für ein Schiebetor, ja, dann macht man jetzt hier den ultimativen Zerstechinator. Denn das Tor kommt einfach von unten. Stell dir mal vor, du willst so gerade im Auto rausfahren, auf einmal irgendeine Fehlfunktion und das Ding sticht dir durch deine Reifen. Aber ich muss sagen, ist schon sehr, sehr clever gemacht. Ich frage mich nur, wie man das schafft, weil du musst ja echt sehr, sehr tief in den Boden rein. Also es muss ja irgendwo auch hingehen. Und ich weiß nicht, ob es dann unten noch anfängt zu rosten und sowas, weil ja unten noch Feuchtigkeit ist. Aber trotzdem, sehr, sehr krass gemacht, wenn du keinen Platz hast für eine Schiebetür. Weil wenn du natürlich eine Schiebetür hast, musst du halt links und rechts viel Platz haben. Und das hat man wahrscheinlich halt nicht, ne? Also ist es schon sehr, sehr krass gemacht, muss ich sagen. Also würde ich auf jeden Fall auch irgendwann haben wollen, so ein Ding. Aber mich hat es auf jeden Fall schon gewundert, jetzt haben wir es auf jeden Fall. Und zwar muss man doch auch mal so ein Ding haben mit einem Code. Du kannst doch nicht einfach das Ding so aufmachen und der hat sich einfach einen eigenen Safe hinter einen geheimen Raum gebaut, wo noch ein Safe drin ist. Okay. Hä? Übertreibt er halt einfach. Der hat einen Safe in einem Safe.
und auch noch eine Klimaanlage anscheinend. Dann musst du das ganze Ding aufmachen mit einem Code halt. Tja, jetzt hat er mir uns verraten, wo das Ding versteckt ist. Jetzt kann er uns auch gerne zeigen, was die Code-Ziffer ist. Eins der coolen Sachen, Leute, ist einfach eine geheime Outdoor-Garagentür, ne? Das heißt, guckt ihr das mal an, was hier jetzt gerade passiert. Es fährt einfach aus dem Boden komplett so ein Zaun. Und jetzt ist das ganze Ding einfach abgesperrt. Es ist so unscheinbar, aber sowas von cool. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass da so ein Ding rausgekommen wäre. Oder hättet ihr es euch vorstellen können? Ey, ohne Spaß, Leute, das sieht alles echt zu krass aus. Na, jetzt, guck mal, da hast du einfach komplett was abgesperrt. Dann weißt du sofort, hier darfst du nicht rein nachher. Also das ist, ich bin einfach nur geflasht, Leute, was wir heute alles gesehen haben. Wenn ihr auf jeden Fall von sowas mehr sehen möchtet, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Like und ein Abo da. Checkt ihr bei mir aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.